Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ostseeküste. Bei Svenny an der Ostsee. Ja, drei Streuer habe ich schon auf den Flächen drüber, ne? Reicht hier immer noch nicht. Einiges Blechle. Ihr seht, sehr eine Kuh, ne? Geht rapide runter, wenn du kalkst. Ich habe mich entschieden, der IAC, der war ja nur an der Walze. Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Wir brauchen noch ein bisschen Geschwindigkeit. Nimmst du den dicken. Ja? Damit er auch nachher liegen wollt. Oh, ich werde mich ja hier zu Tode kalten. Das ist wohl jetzt so. Das jetzt nur so ein bisschen viel kalken ist. Die ganzen Flächen, die abgeerntet sind und so, eine Wiese noch kalken. Das geht schon in eine Kohle. Also, ihr seht's gleich, wie viel das so kostet. Knapp 1500 Einstreuer. Ich hoffe, jetzt kommen wir da erstmal mit hin. Nicht, dass wir hier nochmal durch die Gegend juckeln müssen. So, 1439. Vier Streuer sind 6000 Euro Kalk auf der Fläche. Weiß Bescheid. Feld 18 müssen wir auch noch komplett kalken. Ganz hier davon aus, nee, mindestens 10.000, wenn wir damit hinkommen. Nur für Kalk auf Fläche 18 drauf gehen. Ist das 18? Ja, die große Haferecke halt, ne? Wir brauchen ein Bild. Schon der Schlepper, der ist so premium, ey. Ich lieb den, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den richtig lang. Der ist einfach genial. Okay, ich muss die Scheibe zulassen. Oder du bist hardcore, ne? Du kannst die Scheibe auch auflassen. Ansonsten. Lass das mal lieber, ne? Wohl, dann hast du nichts mehr von der Töne auf den Ohren, nu. Wo waren wir denn? Hier irgendwo waren wir, ne? Oder ist das schon vorher gegangen? Hier irgendwo. Mal an den Hügel hinten. Guck, der Hoppel ist hin, die inspizieren, ob ich auch vernünftig den pH-Wert in Ordnung halte, ne? Die haben da hinten so ein Bogenmessgerät dran. Du brauchst auch keine Sensor mehr, ne? Der ist ganz cool. Aber der mobbt das, ne? Ein Geben und ein Nehmen ist das hier auf dem Mob. Was der Hoppelhäschen und Svenny angeht, ne? Schickere, aber hoffentlich reicht der. Nochmal hinheizen haben wir jetzt auch nicht so Lust drauf. Okay, das sind kurze Wege, ne? Danach kommen die langen Wege wieder dran. Wenn wir mal ausnahmsweise zwei Kalkfolgen hintereinander machen müssen, ne? Und anders geht das mal nicht. Aber erstmal feuchtig kalken. Ja, solange wie es noch geht und wenn es auch zu dunkel wird, dann gehen wir auf den nächsten Ebenen. Ganz einfach. Wir wollen wir gar keinen Stress. Kommt wie kommt. So ist er. Chili Vanilli. Dafür ist die Ostseeküste da. Das ist mir so eine Chiller-Map in meinen Augen. Man muss hier viel, viel arbeiten, echt. Wenn du das selber machst. Aber das macht ja auch eine Map aus. Ist das so eine Chiller-Map. Ja? Und es kommt next muss. Das ist das Schöne hier auf der Ostseeküste. Weil du kannst dir das ja auch selber gestalten, ne? Mit zu viel, mit zu wenig. Oh, das passt in eine Bahn, ne? Richtig? Ich hab gar keine Map auf einer Bahn. Soll von einer Bahn passen. Du kannst dich ja hier auslassen, ne? Mit wem? Richtig gut. Mit Vorsicht! Ist schon dunkel. Macht mal Licht an, Hoppläschen. Safety first, ne? Oder dann mal. Apfel. Zum nächsten Fall. Wie viel sind wir noch drin? Nee, wir machen es voll. Bevor wir jetzt nicht mit 5000 Liter hinten zur nächsten Fläche. Nee, das muckt für mich. Das ist Spritverschwendung. Wir kommen da ja eh vorbei. Können wir auch ihm ratzi-fatzi full marken und dann hängen wir es. Hier durch die Pfütze, ne, da kannst du die Ausfahrt merken, ist ganz gut. Die Warte ist auch coming. Einiges Blech.
Könnt ihr euch noch an die Anfangszeiten von Rehe erinnern? Dass sie da nicht durchfahren lassen. Jetzt sind direkt drin gesessen. Hat sich schon alles echt entwickelt, ne? Das muss man sagen. Ich bin auch mal gespannt, ob es überhaupt noch mal einen neuen LS-Teil gibt, ne? Also, was wollen Will Johnson jetzt noch großartig noch mehr entwickeln? Ich kann planen, ey. Wir sollen den Teil erstmal 3 Jahre lassen, ne? Oh, jetzt sind die Hater-Kommentare da. Nein, lass mal eins. So langsam kommen gute Mods. Das, was du so brauchst, ne? Ja, yeah, so muss Schwung drauf, wa? Das läuft hier. Sehr abflug. Tun wir jetzt mal die eine, die Ratzfläche kalken, dann müssen wir im nächsten irgendwie ein Steine sein und da soll ja Wald sein. Hin. Wegen der Wegen. Abfahrt nicht verpassen. Müssen wir gleich hier ab. So in der Ecke, ne? Ist das diesmal unsere? Wasserkorb. Ich hab nicht aufgepasst, aber ich meine Wohnung, ne? In unserer Wiese, ne? Ehrlich, da machen wir fette Silage. Da müssen wir auch nochmal Heu machen, ne? Können wir nicht da wieder drüber hinkommen. So rum hier sind, ne? Hier hinten hatten wir so ziemlich viel, ne? Ja, hatte ich extra gemacht. Sind wir. Muss hier nochmal ein Kückelchen machen. Die 20 gehört uns auch. Die 14 gehört uns nicht. So ist das. Meinte doch auch. Und auf der 20 ist Soja. Genau. Hier ist unsere Soja-Ecke. Die gehört uns ja noch gar nicht. Was kostet die überhaupt? Nee. Nee, nee, wäre ja schön gewesen, aber können wir uns nicht leisten. Das lassen wir uns stecken. Hier drüber. Ja, dann lassen wir mal gucken, was wir hier rausprallern. Und? Oh, ihr seht das mal. Oh, einiges Blech. Guckt euch das an. 6 Tonnen. Ich kann wieder nur anheizen. Schikrame. Für ein teurer Spaß. Ja, dann müssen wir durch ganz ruhig. Da muss man jetzt nur. Das ist ja geil, hier kommt ja schick Weizen hin. Holen wir wieder rein, die Kuh. Wir können ja auch Missionen machen, ne? So ist ja nicht. Man ist ja nicht gezwungen, hier gar nichts zu machen. Aber die letzten Missionen waren nicht so lukrativ, ne? Von daher, ich habe keinen Stress, irgendwie schlecht geflüchtet. Ne? Hier habe ich ja schön mit dem IAC, die ganze Fläche habe ich mit dem IAC fertig getiefen lockert. Ne? Also ist nicht so, dass ich die jetzt nur so für ein Video gemacht habe. Ne, ich habe die ganze Fläche schön mit 1455 Tiefen gelockert. Das war richtig entspannt. Mit Zack, Leute, das hat richtig Laune gemacht. Hat zwar lange gedauert, 1,5 Stunden hat das Ganze gedauert. Aber das war mir egal. Und das hat richtig Spaß gemacht. So wird Muck wieder mit unseren Steinen. So eine Kaltproduktion weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie nicht so Lust drauf. Irgendwie rentiert sich das auch. Die paar Steine, die da runterholst, dann Produktionskosten. Nee. Ich glaube nicht, dass wir uns sowas zugeben. Man muss schon ein paar mehr Steine haben. Damit sich das wirklich rentiert, in meinen Augen. Obwohl, hier kommen ja viele Steine von der Fläche. Oh, 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 Sven. Das ist ja nicht so ein Bullshit. Die war ja richtig mit Steinen, ne? Wie lohnt sich das ja? So, und dann wollen wir vielleicht drüber nachdenken.
Ich habe zwar die Rauchdünger-App da drauf, aber ich weiß nicht, ob der das anzeigt. Ziemlich veräppelt. Und nochmal einen Streuraum und Heck dahin. Nein, das bringt mir. Das wird dünn. Zack, geht. Das wird ein teures Kalb. Guck mal, geht doch mal rein da. So ein Schiffen. Schweinchen ist auch nichts los, ne? Das ist die Rolle aus dem Wasser. Das ist schon mal ganz gut, ne? Wichtig ist diese Fläche noch für den Kalken und die Wiese, die wir gemäht haben. Die braucht ja auch noch einen Schlochkalk. Die anderen Flächen, ja, kann man drüber nachdenken, aber. Chili Vanille, aber da muss man auch gucken, wie ich Bock habe. Ne? Wenn nur die ganze Zeit jetzt 5 Stunden Kalk fahren, habe ich auch nicht mehr so Lust drauf. Ich habe schon überlegt, weißt du, mietest du dir einmal diesen großen Streuer oder so? Fährst dann Kalk, aber. Schon, du musst weniger hin und her fahren, aber die Mietkosten und alles, ob sich das dann rentiert, weißt du? Irgendwie, ne? Hab ich gesagt. Lohnt nicht mehr rumzufahren. Deswegen, nee, ich mach dann mit dem grünen Zimmer, fahren wir das halt hin und her. Der ist ja für prädestiniert. Das ist ja so ein 18 Kubik Konstruell. Ich glaube, da macht auch der sich hin lassen. Ecke fast auf. Vielleicht kriege ich die mit einem Steuer zu. Weiß nicht. Wenn ich bringe. So, Abflug. Also, wie ist das Feld aus vorne? Da, ne? Bremse. Vogelaussichtspunkt, ne? Ganz wichtig. Wir sind ja gut hier zu den Piepenetzen, ne? Ganz wichtig. So, entspannt zurücklehnen. Ne? Wir müssen nochmal zu der Verkalkung. Hauptsache, die haben noch Uff, ne? Ich dachte, die sagen, hier, hör mal zu, Svenny, du machst jetzt Feuer an Bord, wir keinen Bock mehr. Den geht nicht. Wir müssen eisern durchhalten. Oh, oh, oh. Linge mit Auto. Moin. Schickifeine. Schickifeine. Du, Licht brennt auch noch. Ja, das ist gut. Können wir mal so eine Rutsche holen, ne? Ganz wichtig. Der Laden muss ran. Oh, die wollen anbauen, wa? Nee, sind die auch an Umstellen. Von wegen Reinigung und so, da. Guck, guck, guck. Guck, guck. Schlecht, nicht schlecht. Hauptsache Tür zu, ne? Könnte ja kalt werden. Oder draußen warm. So. Hacken wir es. Du hast die Hoppläschen fest überfahren, du Idiot. Bevor sie.
Jetzt geht's mir wieder besser. Ehrlich, ne? Der Daumen runter ist mir safe. Egal, ich hab meinen Spaß. Der Rest ist mir egal. So, kommt nix mit Patex unter der Reifen. Hier, Gas geben, wir haben eilig. Was fertig. Hast du gesehen, das war doch Behinderung da. Wo kommst du denn jetzt weg? Sag mal. Hab ich nicht gesehen, ne? Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mir hier echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.